Liebe Zuschauer von der Zeit zur Lupe, ich bin heute im Büro von Herrn Erben, Rüdiger Erben. Herr Rüdiger Erben ist der Kreisvorsitzende der SPD und ich bedanke mich herzlichst bei Ihnen, dass Sie unsere Zeit zur Lupe unterstützen und uns ein paar Statements geben, in Anführungszeichen Sie Fragen beantworten, die allen Parteien zugesandt haben. Unsere Aufgabe ist immer eins, bleibe ich dabei. Wir werden nicht zensieren, wir zensieren nicht, wir wollen Ihnen ein Hilfsmittel an die Hand geben, für die Unentschiedenen sich noch zu entscheiden. Was ist die Fähigkeit, die man mitbringen muss, in einem Bundestag Bürger in repräsentativen Demokratie zu vertreten, Ihrer Meinung nach, oder im Landtag, da Sie im Landtag ja aktiv sind? Also ich glaube, als Parlamentarier ist es sehr wichtig, dass man auf der einen Seite weiß, wie das Leben draußen im Lande aussieht, mit den Leuten im engen Kontakt steht, das stehe ich seit vielen Jahren, auf der anderen Seite aber auch so viel an Fähigkeiten mitbringen muss, dass man dem Apparat, den Ministerien, den Ministern, der Verwaltung auch so gegenübertreten kann, dass die einem ernst nehmen und auf die Weise auch was durchsetzen kann. Dankeschön. Haben Sie persönlich schon Initiativen mal ergriffen, die für die Bevölkerung effektiv was gebracht haben oder eigene Anträge schon mal gestellt? Weil viele sind ja leider Hinterbänkler, wenn man so ausdrücken kann, die eigentlich nur die Hand heben, wenn was hingelegt wird. Egal, kann der Bürger sich selber nachher informieren. Sind Sie auch der Aktive, der schon mal bewusst was betrieben hat? Erzählen Sie mal ein, zwei Beispiele. Ja, es ist natürlich so, ich bin ja seit vielen Jahren zunächst erst in der Verwaltung gewesen. Da hat man ja auch viel Einfluss. Und wie man das anfängt und auch durchsetzt, das habe ich dort gelernt. Und das hat mir natürlich unheimlich geholfen. Und ich bin ja vom ersten Tag in Magdeburg ja dann auch immer in Spitzenämtern gewesen und hatte natürlich in vielen Fällen Gelegenheit, auch für Veränderungen zu sorgen. Das sind große Projekte dabei gewesen, wie damals die Gebietsreform, die zweifelsohne nicht jedem gefallen hat, aber die letztendlich notwendig war. Und das sind viele, viele Gesetze, die ich unmittelbar zu verantworten hatte und dann auch, sag mal, zum Ende gebracht haben, die doch sehr weit umfangreich auch Auswirkungen auf das Leben hier im Lande haben. Da geht es um Kommunalfinanzen, da geht es um Kinderbetreuung. Und da geht es um viele andere Dinge auch. Und ich glaube, da habe ich schon an vielen Dingen auch federführend teilhaben können. Ja, schön. Jetzt mal eine andere Sache, und zwar für die Ethik und Moral, warum ich jetzt mal ein bisschen Wert drauf lege. Wir haben eine repräsentative Demokratie. Ich weiß nicht, ob Sie es beipflichten können. Repräsentativ heißt ja eins, ich gebe ja fast treuhänderisch meine Stimme als Bürger einer Partei ab oder einem einzelnen Direktkandidaten ab und erhoffe, dass er dann weiterhin in meinem Sinne abstimmen wird. Eine Grundlage, sagen wir mal, gewissen Gradlichkeit ist eine gewisse Ethik oder Moral. Und da kommt diese Frage, die wir einfach in Ethik und Moral mal auch anderen Parteien gestellt hatten. Und zwar, wir haben ja immer diese Wertegeschichte, auch in Deutschland immer, was ist denn Deutschland, was ist Deutsch? Wir haben halt zwei Dinge, die mir mal einfallen. Es ist einmal unser Oller Kant und das sind halt die 10 Gebote der Kirche. Oder sagen wir mal ganz direkt die Frage, nach welcher Philosophie wir uns, also nicht wissenschaftlich machen, das ist für normale Zuschauer klar, welche Philosophie, welche Denke, welche Grundsätze sind für Sie eigentlich wichtig, um in schwierigen Entscheidungen darauf zurückzugreifen? Ethik heißt ja eigentlich nicht, dass man jeden Tag sich nachrichtet, sondern nur in schwierigen Situationen mal drauf sich besinnt, welcher Ethik gehe ich nach? Vielleicht können Sie dazu mal freie Worte zu sagen. Ja, ich versuche das nicht wissenschaftlich zu begreifen. Also ich bin ja kein Philosoph. Also insofern weiß ich nur wenig über Kant und weiß vielleicht noch weniger über Hegel. Und über Marx habe ich sowas in der Schule gelernt, aber das treibt mich nicht jeden Tag um, sondern es ist für mich eher der innere Kompass, den man haben muss. Und da gibt es bestimmte Dinge, beispielsweise Entscheidungen über Krieg und Frieden, die für mich an der Stelle ganz wesentlich sind. Und dieser innere Kompass, wie ich ihn bezeichne, der sollte jeden Politiker, der ja auch treuhänderisch, wie Sie eben sagten, Macht und Einfluss verliehen bekommen hat, von den Menschen dann auch leiten. Schöne Antwort. Die 10 Gebote christlichen Lehre, sind die Ihnen bekannt, mal zu fragen? Ja, ja, ich bin in der katholischen Rhön ja geboren und aufgewachsen. Also insofern durfte ich die im Religionsunterricht pauken. Gut, dann haben Sie auch die Beichte. Gut, dann frage ich mich, wie stehen Sie jetzt? Ja, aber ich gebe zu, dass ich doch schon eine Weile nicht mehr gewesen bin. Gut. Was bedeutet für Sie Gemeinwohl und inwieweit ist dabei der Einzelne zu berücksichtigen, Gemeinwohl, dieser Begriff? Ja, also man hat ja immer oder hat ja manchmal den Eindruck, dass viele über Gemeinwohl reden, aber dann doch Gemeinwohl für den Einzelnen das ist, was ihm am meisten nützt. Das ist ja nun gerade nicht. Und ich erlebe ja viele, viele Diskussionen, die unter der Überschrift laufen, mach das bitte, aber bitte nicht vor meiner Haustür.
das müsst ihr unbedingt machen, aber wenn es konkret wird, dann doch anders sieht. Also Gemeinwohl ist schon, dass es uns insgesamt als Gesellschaft nützt und nicht einfach nur einer Mehrheit nützt. Also Gemeinwohl reicht für mich nicht, dass eine Mehrheit das so sieht, sondern es muss der Gesellschaft insgesamt nützen. Und dann gibt es bestimmte Fragen, die kann man einfach nicht nur an Meinungsumfragen festmachen. Toll. Darf vielleicht auch noch was sagen, was ist für Sie soziale Gerechtigkeit? Das ist ja fast ein Schlagwort. Was ist soziale Gerechtigkeit für Sie? Also soziale Gerechtigkeit ist vor allem für mich, dass man den Schwachen hilft und sich auch selbst zu helfen. Nämlich soziale Gerechtigkeit ist für mich auch Chancengerechtigkeit, dass zum Beispiel Kinder aus sozial schwachen Familien oder von Eltern, die sich um ihre Kinder nicht kümmern, letztendlich die gleichen Chancen bekommen, damit sie am Ende im Leben erfolgreich sein können. Das ist für mich wichtiger als der Eurobetrag für Elternbeiträge im Kindergarten oder von Hartz IV-Sätzen. Mhm. Da gibt es den Begriff praktisches Handeln. Jetzt gehen wir ein bisschen in den Bereich praktisches Handeln hinein. Die Theorie reicht jetzt mal. Und zwar gibt es den Begriff Gesinnungs- oder Verhandlungsethik von Max Weber. Damit ist gemeint, wie man politische Situation enthandelt. Ja. Und jetzt haben wir ja gerade dieses Aktuelle bei uns, was ja viele Parteien nutzen, will mich nicht darüber auslassen, was ich von halte, den Zuzug aus Afrika im großen Stil. Sind Sie mehr der Gesinnungsethiker oder mehr der Verhandlungsethiker in dem Falle? Oder was ist für Sie, was steht für Sie vorne dran? Ich will das mal mit einem Zitat bringen. Als es um den Beginn der Flüchtlingskrise ging, hat Joachim Gauguin, damaliger Bundespräsident, gesagt, unsere Herzen sind weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Und ich glaube, ein Politiker, der Verantwortung trägt, muss beides in sich tragen. Er muss auf der einen Seite sagen, ja, wir müssen Menschen, die unsere Hilfe brauchen, helfen, aber auch dabei im Blick haben, wie unsere Möglichkeiten sind. Also ein Politiker, der in diesem Lande Verantwortung trägt, muss beides. Denn das ist unsere Aufgabe, das auch auszutarieren. Auch nachhaltig, kann man sagen. Richtig. Auszutarieren zwischen den Überzeugungen und auch der Barmherzigkeit einerseits, aber auch den Möglichkeiten, die ein Land hat, die eine Gesellschaft hat, andererseits. Demografische Entwicklung heißt ja, wir haben immer ältere Menschen halt. Ist klar, es gibt die Diskussion mit Rente 70 oder kriegen wir weniger. Kann jeder nachrechnen, brauchen wir sich auch nichts vormachen lassen, liebe Zuschauer. Jeder kann Finger zusammenzählen. Jetzt gibt es die eine Frage, die oft immer die Bevölkerung stellt, ist es nicht unmoralisch, dass sich eben Abgeordnete Pensionen zusagen, den Steuerzahler erbringen muss auf Dauer und bestimmen andererseits über die Rentenhöhe von den normalen Arbeitnehmern? Ja, also über die Renten bestimmen ja Abgeordnete nur sehr eingeschränkt, weil es gibt ja eine Rentenformel, aus der sich die Rente letztendlich entwickelt, aber die absolute Prozentzahl dann ist ja mal durch Gesetz entschieden worden. Ich halte es für die beste Lösung, wenn alle, die Erwerbseinkommen haben, und zwar ob das Abgeordnete sind, ob das Beamte sind, ob das Arbeitnehmer sind oder ob das auch Selbstständige sind, in eine Rentenkasse einzahlen. Aber ich weiß auch, dass das eine Aufgabe ist, die man über Jahrzehnte lösen kann. Denn es würde beispielsweise jetzt nicht gehen, nehmen wir mal die Beamten, dass das Land ab sofort den Polizisten deutlich mehr Geld zahlt, in die Rentenkasse einzahlt, aber gleichzeitig den pensionierten Polizisten, wie es aus den Steuermitteln ihre Pension zahlen. Das ist ein langfristiger Prozess. Keine Partei, keine Partei wäre in der Lage zu sagen, wir legen jetzt mal den Hebel um und ab nächstes Jahr oder übernächstes Jahr gibt es ein einheitliches Alterssicherungssystem in Deutschland. Das sind allenfalls diejenigen, die ganz einfache Lösungen predigen, aber die gibt es an der Stelle nicht. Denn das würde jeden Staatshaushalt überfordern, zu sagen, jetzt zahlen wir mal weiter schön die Pensionen an die, die schon in Pension sind. Und für die anderen zahlen wir jetzt in die Rentenkasse ein. Sondern das muss ineinander fließen und geht über Jahrzehnte. Aber es ist wichtig, dass wir jetzt auch mal den Anfang machen. Bei der Krankenversicherung ist das ja ähnlich. Da gibt es ja auch besondere Systeme. Hamburg hat jetzt einen Anfang gemacht, positiverweise, indem sie nämlich den Beamten freistellen, ob er die Beihilfe aus Steuermitteln kassiert und sich privat versichert oder man ihm den Sozialversicherungsbeitrag gibt und er sich in der ganz normal bei der AOK versichert.
Das ist die Möglichkeit, die man dort gibt. Ich halte das auch für uns für eine machbare Lösung. Und dort wird sich dann über viele Jahre, wird es zu einem besseren System kommen. Aber wie gesagt, Rente, es gibt keine Möglichkeit, morgen legt man den Hebel um. Das würde den Staat weit, weit überfordern. Da muss ich sagen, die Antwort, Hut ab. Man merkt zumindest, dass Sie sich mit dem Thema befasst und auseinandergesetzt haben. Also jetzt ein paar konkrete Sachen nochmal, die so ein bisschen aktuell in der Presse waren, damit die Menschen vielleicht erkennen, was für eine Denke dahinter steckt. Air Berlin ist insolvent und der Bund hilft. Was halten Sie davon und begründen Sie es kurz? Ja, man kann, wenn man die Grundsätze nur vor sich herträgt, hätte man sagen können, was geht den Bund Air Berlin an, private Fluggesellschaft. Ja. Ich wage aber mal zu behaupten, dass wir eine ganz andere Debatte hätten, wenn Zehntausende deutsche Touristen überall in der Welt festsitzen würden, weil ihre Flugtickets plötzlich nichts mehr wert waren. Im Ergebnis von mehreren schlechten Lösungen ist das die beste gewesen. Die sogenannte Dieselaffäre, keiner weiß, wo es ausgeht. Was haben Sie eine Stellungnahme dazu, ganz kurz? Ja, das ist, ich halte die Debatte auch für etwas überhöht, die da stattfindet. Losgestochen hat die ja ein privater Verein, die Deutsche Umwelthilfe, die ja in Stuttgart vor Gericht gegangen werden. Ich halte sie auch für etwas zu hysterisch, wie sie geführt wird. Für mich ist ganz klar, am Ende muss die Autoindustrie dafür sorgen, dass die Leute auch in Umweltzonen fahren können. Das ist deren Aufgabe. Ich halte ziemlich wenig davon, dafür Staatsgeld einzusetzen. Weil der Staat hat das nicht verursacht. Die Autoindustrie hat ihm was vorgegaukelt und deswegen muss Hardware-Ausrüstung und Aufrüstung durch die Industrie finanziert werden, nicht durch den Staat und auch nicht durch den Autobesitzer. Klare Ansage. Griechenland und weitere Südländer kommen ja aus dieser Schuldenfalle nicht mehr raus. Mal ganz, SPD ist eine Partei mit Historie, muss man mal sagen. Und SPD, die große Geschichte der SPD, gilt für mich auch, das erlaube ich mal zu sagen. Also die Sache, dass eben die Brüningsche Gesetze in den 30er Jahren was Schlimmes bewirkt haben, dass die Nazis rangekommen sind, hat man Deutschland auch mal geknebelt. Richtig. Die Löhne runter, 20-30%. Das war die einzige Geschichte, weil man keinen Ausgleich hatte durch die Bindung am Gold. Furchtbare Folgen, die raus entstanden. Griechenland ist in einer ähnlichen Situation, jetzt nicht ganz vergleichbar, kommen nicht mehr raus, sie können keinen Wechselkurs ändern und sind arbeitslos. Was halten Sie denn davon? Oder was kann man machen? Was also, ihre das mag in Deutschland nicht populär klingen, aber ich halte es trotzdem für richtig. Man wird am Ende einen Schuldenschnitt für Griechenland beschließen müssen, weil bisher haben die Griechen ja nur Erleichterung bekommen hinsichtlich der Zinsen auf ihre viel zu hohen Schulden. Die werden aber nie aus dem Sumpf rauskommen und ich glaube, man hat den Griechen auch viel abverlangt. Und wer jetzt mal nicht nur die Schlagzeilen in Deutschland liest und die Aussagen des einen oder anderen Politikers, sondern sich auch in Griechenland mal selbst umgeguckt hat, da kann man ja nun wahrlich nicht behaupten, dass die in Saus und Braus leben würden, auf unsere Kosten, sondern am Ende wird es für Griechenland einen Schuldenschnitt geben müssen. Ich bin mir auch sicher, dass diejenigen, die heute dagegen sind, nach der Bundestagswahl dafür sein werden, weil Schäuble oder andere sind ja, sehen das ja auch, sie sind nur halt deswegen dagegen, weil sie wissen, dass das in Deutschland nicht populär ist. Sogenannte Bargeldverbot kursiert sehr durch die Presse. Ja, aber kurze Stellungnahme dazu. Das Thema Bargeldverbot ist für mich eine Geisterdebatte, die da stattfindet. Niemand hat in Deutschland vor, irgendwie Bargeld zu verbieten. Wir müssen aber, was die Höhe des Bargeldes betrifft, Grenzungen setzen. Die haben wir seit vielen Jahren, beispielsweise bei Geldwäschevorschriften bei Banken. Wenn einer mit 50.000 Euro bar zur Bank kommt, dann gelten Geldwäschevorschriften. Denn wir wissen ja auch, dass gerade Leute, die mit viel Bargeld hantieren, nicht immer nur Gutes im Schilde führen. Aber von einem Bargeldverbot halte ich nichts und es wird auch nicht kommen. Klare Antwort. Also als Abgeordnete würden Sie dagegen stimmen. Gut, ja. Passt. Wir haben ja Millionen von zugezogen, jetzt neu zugezogen, mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Bildungsgraden. Ja. Wir reden immer dauernd von Integration. Jetzt fasse ich die Frage mal zusammen. Wäre mir lieb, wenn Sie Integration vielleicht mal definieren nach Ihrer Meinung, so Ihre persönliche Meinung, oder wenn Sie SPD-Meinung gibt, das weiß ich nicht. Was ist Integration überhaupt und hätten Sie Vorstellungen, wie das besser geht eigentlich zu regulieren? Also zunächst erstmal, wenn ich mal zwei Jahre zurückblicke, bemängle ich auch das Chaos, was in Deutschland geherrscht hat. Denn bei allen gegensätzlichen Beteuerungen, die Flüchtlingskrise war damals nicht im Griff. Und sie ist ausgelöst worden durch einen falschen Umgang damit.
Denn im Kern ging es ja zunächst erstmal um 10.000 Menschen, die in Budapest waren. Und da bin ich schon der Überzeugung, dass Merkel das nicht zu Ende gedacht hatte, was sie damit auslöst. Dann haben wir die Situation. Ich glaube, ganz wichtig bei der Integration ist das, dass zuerst klargestellt wird, in Deutschland gilt das Grundgesetz. Nichts anderes, es gilt das Grundgesetz. Das heißt, Gleichberechtigung der Frau beispielsweise. Das heißt, dass man seine Kinder nicht schlagen darf. Das heißt, dass die Institutionen des Staates akzeptiert werden müssen, dass Gesetze für alle gelten, etc. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was ganz vorne dran stehen muss, dass es keine andere Macht in Deutschland gibt, die da das Sagen hat. Und zum Zweiten halte ich für die Integration ungemein wichtig Sprache. Sprache ist nicht nur für Flüchtlinge wichtig, die ist im Übrigen auch für den polnischen oder ungarischen Arbeiter, der in Weißenfels auf dem Schlachthof arbeitet, wichtig. Auch ein Sekundarschüler. Ja, Sprache ist wichtig und unabdingbar. Und schließlich gehört dann als nächstes Ausbildung dazu. Für Menschen, die dauerhaft hier bleiben werden, die ein Bleiberecht bekommen, die müssen ausgebildet werden. Denn es nützt überhaupt nichts, einen 25-jährigen Syrer als Hilfsarbeiter irgendwo zu beschäftigen, sondern der muss einen Beruf lernen, denn sonst ist die Gefahr tatsächlich groß, dass er sein Leben lang nicht vollständig für den Unterhalt von sich oder seiner Familie sorgen kann. Das sind die Dinge, die aus meiner Sicht dort zuvörderst zu organisieren sind. Aber wie gesagt, ganz am Beginn und ganz oben drüber gelten die Regeln, die in Deutschland gelten, für alle. Die gelten auch für diejenigen, die zugewandert sind. Innere Sicherheit als Thema. Sie sind ja im Landtag, also haben Sie auch aktuell mit zu tun, auf doch vieles Landesrecht ist. Haben Sie zwei Dinge. Haben Sie das Gefühl, dass die Sicherheitslage sich in Deutschland verschlechtert hat? Das ist die erste Frage. Zweiter Teil der Frage wäre, was kann man dagegen tun oder haben Sie Ideen dafür? Und dann gehen wir gleich zur nächsten Frage. Vielleicht kann man es zusammenfassen, was dazu stehen für sagen wir, Menschen, die nicht mehr so verteidigen können von der Kraft her, ältere Menschen, Frauen, was sie mit der Lockerung von der Waffengesetze halten. Muss ja nicht nur die Pistole sein, Waffengesetz kann auch was anderes sein. Also fangen wir an, man kann doch überhaupt nicht leugnen, dass die Sicherheitslage in Deutschland schlechter geworden ist. Weil wir haben eine terroristische Bedrohung, die wir in dieser Form vor Jahren nicht hatten. Und wer da sagt, das sei alles prima, das trifft nicht zu. Und vor allem, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit von einem Terrorakt selbst betroffen zu sein, ist die immer noch verschwindend gering. Verschwindend gering. Wenn Sie oder ich anschließend nach diesem Interview nach Hause fahren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen tödlichen Verkehrsunfall haben, um ein Vielfaches größer. Das ist überhaupt keine Frage. Trotzdem macht es den Menschen Angst und es macht ja auch den Menschen berechtigt Angst. Und deswegen ist es wichtig, dass die Menschen nicht nur statistisch sicher sind, sondern dass sie sich auch sicher fühlen. Das ist das A und O. Denn wenn ich mich nicht sicher fühle, kann ich auch nicht die schönen Freiheitsrechte, die wir haben, nicht ausleben. Und zum Sicherfühlen gehört genügend Polizei und dass man die auch sieht. Zum Sicherfühlen gehört aber auch, dass die dass Straftaten Konsequenzen haben. Und wenn ich beispielsweise sehe, heute wurde ja veröffentlicht ein Urteil des Amtsgerichts hier aus Weißenfels von gestern, wo ein Mann aus Wengelsdorf vielfach Straftaten begangen hat, unter anderem einen Ortsbürgermeister aus dem Saalekreis halb totgeschlagen hat und bewusstlos zurückgelassen hat, dass der am Ende mit einer Geldstrafe von 12.000 Euro davon kommt, dass sich dann Menschen nicht sicher fühlen, das ist an der Stelle für mich auch gut verständlich. Deswegen genügend Polizei, aber auch konsequente Strafverfolgung und auch Bestrafung. Auf Zweiteres haben Abgeordnete wenig Einfluss, auf genügend Polizei schon, weil deswegen haben wir auch in Sachsen-Anhalt beispielsweise die Entscheidung getroffen, dass wir die Polizei deutlich aufstocken werden. Das ist nicht so ganz einfach, in einem Jahr 700 junge Polizisten zu finden, aber es ist immerhin in diesem Jahr gelungen. Klasse. Waffengesetze nochmal nachhaken. Waffengesetz, also Erleichterung. Da halte ich absolut nichts davon, weil Waffen sind gefährlich. Und Waffen gehören, wenn, dann in die Hände von Profis. Profis sind für mich auch Sportschützen beispielsweise oder Jäger. Aber ich halte nichts davon, die Menschen mit Waffen auszurüsten. Das bestätigen auch alle Erfahrungen. Also Länder, wo besonders viele Waffen sind, sind nicht besonders sichere Länder.
Und deswegen sind wir mit strengen Waffengesetzen, glaube ich, auf dem richtigen Weg in Deutschland. Das geht schon mit vermeintlich erlaubnisfreien Waffen los. Häufig wiegen sie die Menschen in Sicherheit, die sie dann nicht anwenden können. Also ich bin ein Gegner von der Liberalisierung oder Erleichterung von Waffenbesitz. Jetzt das andere wichtige Thema, Zuschauer, ist immer das Bildung. Jede Partei schreibt immer Bildung vorne dran. Mhm. Jetzt wollte ich mal eine konkrete Sache. Meistens streitet man sich eben um Schulsystem, ob 8 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre oder 13, 14. Kurze Stellungnahme, weil wir unsere Zeit ja begrenzt ist. Was Sie von unserem Schulsystem halten, haben Sie ein paar wichtige Änderungen, einfach für die Zuschauer zu wissen, was steckt dahinter ein bisschen. Ob es jetzt SPD-Meinung oder persönlich ist, können Sie ja vielleicht mal karten, damit man es weiß. Also ich halte wenig von ständigen Veränderungen des Schulsystems. Wenn wir Schulsysteme verändern und nacharbeiten dort, dann kann das nur im Sinne einer Vereinheitlichung bundesweit sein. Isoliert in Sachsen-Anhalt an Schulsystemen rumzudoktern, halte ich für absolut falsch, weil es muss Ruhe in die Schulen. Was ich aber viel wichtiger halte, dass der Unterricht nicht ausfällt. Das größte Problem des Schulsystems in Sachsen-Anhalt ist zurzeit, dass massenhaft Unterricht ausfällt, dass teilweise 4 Wochen nach Schuljahresbeginn die Kinder noch keinen Stundenplan haben und ähnliche Dinge. Das bewahrheitet sich leider. Man muss sagen, an der Misere haben sicherlich auch aus früheren Legislaturperioden in Sachsen-Anhalt auch Sozialdemokraten Schuld. Das ist gar keine Frage. Nämlich ein Finanzminister, der an der Stelle zu viel gespart hat und ein Kultusminister, der sich nicht genügend eingesetzt hat. Aber jetzt haben wir eine andere Situation. Wir haben uns als SPD dem Bildungsminister geradezu versucht, das Geld nachzutragen für neue Lehrer. Er hat gesagt, das passt alles schon. Zurzeit sehen wir, dass es eben nicht passt. Denn viele Klassen stehen ohne Lehrer da. Kurzen Tipp, darf ich mal einen Tipp geben? Gehen Sie an die Unis mal ran, was da der Ausbildung hängt. Da hängen zu viele fest. Braunkohle ist ja ein wichtiger Industriefaktor. Also Energie ist ja doch immer Industriepolitik, Energiekosten. Mhm. Mir ist ja bekannt, auch im Raum Zeitz, in der Zeitzelupe ja auch, dass das ja nicht nur das um die Braunkohleabbau geht, es geht ja um Südzucker, die ganzen energieverbrauchenden Industrien leben von einer günstigen Sache. Mhm. Was halten Sie von Braunkohle, dem Ausstieg, der eigentlich beschlossen ist, in 20 Jahren ist dicht? Also ich bin ein bekennender Anhänger der Braunkohle und das aus mehrerlei Gründen. A, sichert sie bei uns Arbeitsplätze. B, ist die Braunkohle der einzige Energieträger in Deutschland, den wir frei verfügbar haben, den wir weder von Russen noch von Amerikanern noch aus dem Persischen Golf brauchen und der auch noch auf unabsehbare Zeit zur Verfügung stehen würde. Und deswegen bin ich eigentlich gegen einen völligen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung, solange nicht klar ist, wie wir überhaupt Energie speichern können. Denn wenn wir am Ende Braunkohle nur durch russisches Erdgas ersetzen, dann ist niemandem geholfen, denn das produziert bekanntlicherweise auch CO2. Und als Ergänzung ist auch die einzige Form ohne Subvention. Ja. Wow. Die SPD, was sagt die Partei selber? Also die SPD in Sachsen-Anhalt ist ja die einzige Partei, so, die klar gegen einen Kohleausstieg ist. Ach so, wirklich? Naja, also da klare Beschlusslage. Ich bin selbst ja auch IGBCE-Mitglied und gut, insofern würde ich auch gegen meine eigenen Grundsätze handeln. Klare Beschlusslage. Wir sind die Kohlepartei. Cool, und wissen wir der CDU, wissen Sie, das bleiben wir am Rande. Naja, ich meine, die CDU ist ja offensichtlich zu weitreichenden Kompromissen bereit, wenn die Grünen das verlangen. Also. Ach so, okay, akzeptiert. Sind Sie mit der Verteilung der erwirtschafteten Güter in Deutschland durch Lohnarbeit zufrieden oder wünschen Sie eine andere Verteilung? Jetzt haben wir die Betonung wirklich auf Lohnarbeit gelegt. Es gibt die Lohnarbeit, die Einkünfte aus Kapitalvermögen. Einfach, sind Sie mit der Verteilung, es gibt da eine Gesamtproduktgüter, werden halt erwirtschaftet, sind Sie mit zufrieden? Oder? Wir sehen ja, wir finden ja eine Situation, die Menschen ja auch bemerken und nicht nur die Statistiker, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird. Und das hat auch damit zu tun, dass es viel mühseliger ist, mit Lohnarbeit Geld zu verdienen, als am Kapitalmarkt. Und deswegen ist die Verteilung aus meiner Sicht gegenwärtig nicht gerecht. Es gibt ja so einen bekannten Spruch mittlerweile, ich weiß nicht, ob es einer Partei zuzuschreiben ist, Deutschland geht's gut, hört man mal so schön. Mhm. Und ich bin ja doch, der Satire gehört ja auch ein bisschen dazu, immer auch zum kleinen Sender. Und ich fand den letzten Artikel, ich glaube, im Handelsblatt war es, ich lese einfach mal vor, dass ich keinen Fehler mache, inhaltlich.
Der Wärmemesskonzern ist da, ist nach China verkauft worden. Neue Eigentümer sind zwei Unternehmen im Besitz der in Hongkong ansässigen Familie des Li Ka-shing. Damit zahlen fast ein Viertel aller deutschen Haushalte zukünftig an einen chinesischen Milliardär. Wie stehen Sie dazu? Ganz schnell mal als Erläuterung für unsere Zuschauer. Jeder, der eine Mietswohnung hat oder auch Vermieter ist, ist durch Gesetz verpflichtet, Nebenkostenabrechnungen durchzuführen. Und wir haben letztens sogar selber nachgeschaut. Der Irrsinn ist sogar eins, dass die Nebenkostenabrechnungen sogar fast 10-15% der Energiekosten überhaupt ausmachen im durchschnittlichen Wohnraum. Und wenn Sie mal rechnen, dass Sie nur variable Kosten von 40 haben oder 60 haben, macht es einen sehr großen Teil aus. Und diese großen Abrechnungsunternehmen, ISTA gibt es da und Pronata in Deutschland, die fahren kleinen Umsatz unter einer Milliarde noch, aber 800 Millionen und haben eine Gewinnmarge irre hoch. Und dieses ganze Paket ist jetzt verkauft worden. Also ein Viertel aller anderen Chinesen, was halten Sie davon? Also dem Gewinn würde ich jetzt erstmal den Chinesen nicht vorwerfen wollen, ja, aus dem einfachen Grunde, weil das sind ja offensichtlich Gewinnmargen, die vorher ein deutscher Eigentümer oder ein europäischer Eigentümer durchsetzen konnte am Markt. Genau. Ich habe vom Grundsatz her nichts dagegen, wenn Chinesen sich auch mit Kapital in Europa engagieren, wir tun das ja auch. Es muss nur zu gleichen Regeln gelten. Also wenn deutsche Unternehmen sich in China engagieren, dann müssen sie das genauso in Freiheit tun können, wie das chinesische in Deutschland tun können. Und ich habe grundsätzliche Bedenken, wenn wir sicherheitsrelevante Technik aus der Hand geben sollten. Es gibt ja zurzeit eine durchaus schwierige Situation, dass ein chinesischer Konzern, ein Mobilfunkkonzern, die Firma Sepura in Großbritannien übernehmen will. Und die Firma Sepura in Großbritannien hat beispielsweise in Deutschland den allergrößten Teil der Digitalfunkgeräte für Polizei, Feuerwehren und andere geliefert. Und da muss natürlich klar sein, dass die Chinesen keinen Zugriff oder der chinesische Staat auch keinen Zugriff auf deutsche Sicherheitstechnik hat. Da habe ich grundsätzliche Bedenken, aber warum soll nicht auch ein chinesischer Konzern in Deutschland Eigentum haben, so wie VW oder Mercedes das auch in China haben? Wie stehen Sie zu den Sanktionen gegen Russland? Also ich halte die Sanktionen gegen Russland und deren Aufrechterhaltung jetzt für falsch, weil sie führen zu nichts, sie haben kein Ergebnis, sie schädigen deutsche Unternehmen. Die Gegensanktionen, die die Russen gegen deutsche Unternehmen verhängt haben, insbesondere gegen die Landwirte, schädigen uns noch zusätzlich. Deswegen halte ich sie für falsch. Damit wird man die Annexion der Krim nicht rückgängig machen und auch keinen Frieden in der Ostukraine herstellen, sondern ich halte Verhandlungen für unabdingbar und den Friedensprozess dort. Hier in Sachsen-Anhalt haben die Russland-Sanktionen nur für Schäden gesorgt. Klare Aussage. Jetzt kommt ein bisschen die typische Meinung am Schluss mal. Wenn wir jetzt die Augen zumachen und mal nachdenken, wir sind zwar keine Wahrsager, aber einfach mal so als Vision. Wo denken Sie, wo steht Ihrer Meinung nach Europa in 15 Jahren? Wie sieht es dann die Bevölkerungsstruktur in Deutschland aus? Wenn wir die Augen mal zumachen und denken 15 Jahre im Voraus, was denken Sie, wie es dann aussehen wird in Deutschland? Also ich mache mal die Augen zu und gucke mal 15 Jahre zurück. Ach so. Und da, wenn ich die Situation hier auch in unserer Region vor 15 Jahren betrachte und mit heute vergleiche, dann ist sie ungleich besser. Weil wir haben vor 15 Jahren haben wir 20% und mehr Arbeitslose gehabt. Wir hatten viele kaputte Straßen. Wir hatten wenig Industriearbeitsplätze. Sie ist ungleich besser. Und ich habe den gewissen Optimismus, dass es in 15 Jahren auf jeden Fall besser ist als heute. Es wird aber anders sein. Denn wenn wir glauben, dass wir alles nur ein bisschen verschönern, aber sonst nichts ändern, dann wird das zu keinen positiven Ergebnissen führen. Wir werden moderner sein, wir werden mit Sicherheit noch technisierter sein, aber vielleicht empfinden wir es auch wieder mal als wert, später mal ein paar Tage ohne Handy zu sein in 15 Jahren etc. Was Europa betrifft, glaube ich, ist der Brexit für alle Beteiligten ein heilsamer Schock. Ich glaube nicht, dass die Europäische Union da weiter auseinanderfällt, aber ich halte es auch für wichtig, dass in dieser Europäischen Union, das ist mal als Kerneuropa zu nehmen, nicht der Eindruck entsteht, dass wir Deutschen das alles alleine entscheiden.
Das ist ja im Übrigen auch ein Kollateralschaden der Flüchtlingskrise gewesen, dass die anderen europäischen Staaten den Eindruck hatten, dass Deutschland alleine entscheiden will. Und vielleicht auch deswegen hat die Kanzlerin so auflaufen lassen. Und jetzt die Möglichkeit, unseren Zuschauern direkt, wenn Ihnen irgendwas am Herzen liegt, noch ein paar nette Worte oder was Ihnen wichtig ist. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer der Zeit zur Lupe, ich hoffe, Sie konnten einen kleinen Eindruck gewinnen über das, was ich an politischen Positionen vertrete, was die SPD zur Bundestagswahl sagt. Ich habe noch einen Wunsch zu formulieren. Mein Wunsch ist, dass Sie am 24. September zur Wahl gehen, von Ihrem Recht in der Demokratie Gebrauch machen. Denn in vielen Ländern dieser Welt ist es wahrlich nicht selbstverständlich, dass man entscheiden kann, von wem man regieren wird. In Deutschland ist das so. Und deswegen sollten Sie dieses Recht auch in Anspruch nehmen. Und hüten Sie sich vor Leuten, die einfache Antworten haben. Es gibt Menschen, die sich davon beeindrucken lassen. Überlegen Sie vorher, wen Sie wählen. Schauen Sie sich die Programme an, die Parteien vorlegen. Und messen Sie die Parteien auch daran, was sie in der Vergangenheit daraus gemacht haben. Das ist, glaube ich, auch ein entscheidendes Kriterium, denn vor der Wahl kann man viel sagen und viel versprechen. Man muss das dann auch umsetzen können. Und deswegen gehöre ich zu denjenigen, die sagen, lieber wenig versprechen, dafür viel halten. Herzlichen Dank.